Huckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. So, der hier mit den kleinen Helden hier. Und der Wille, Feuermagier zu werden, ist nach wie vor stark in mir. Und genau dem wollen wir heute frönen. So, wir holen uns jetzt unseren. Nee, wir wissen ja noch gar nicht, was wir uns holen. So, eine Höhle. Der Witz ist, das hatte ich schon mal mit Ramon auch mal hier so diskutiert hier. Guck mal hier, wir stehen hier in so einer super Höhle. Der Piranha-Balz hat sich mehr Gedanken um jetzt Innenausbau von irgendwelchen Sachen hier gemacht, als jetzt um Außenansichten. Guck mal, von außen das ganze Ding hier Felsen. So, von drin sehen wir ja, was hier los ist. So, gar nicht so verkehrt. Erinnert mich teilweise ein bisschen an unter dem Xardas alten Turm. So, aber das sehen wir auch zum Beispiel bei Nacht des Raben, diese Herrenhäuser. Du siehst bloß dieses Stückchen Eingang da, so von außen. Das ganze Gebäude, das steckt ja eigentlich im Felsen drin. Das ist Piranha-Beiß, ich weiß ja aus Zeitgründen oder keine Ahnung. Irgendwie haben die das immer vermieden hier, größtenteils so Gebäude mehr von außen. Jetzt mal Korinthus und sowas ausgenommen, das Kloster, das gibt es ja auch und alles. Aber bei vielen Ecken und Kanten haben sie wirklich einfach nur einen Felsen über die Gebäude gelegt, um halt sich dann den Außenausbau, sage ich mal, zu sparen. Ja, allen voran Gothic 3 und Ishtar, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Also das ist wirklich der absolute Oberhund mit Ishtar. Oh, Dachmeister, noch so einer, die. Du kommst zu spät. Hä, wieso? Ich war zuerst hier, ich habe gewonnen. Warum stehst du dann immer noch hier und machst nicht die Ruhe auf? Drohend, nur wenn du lebend hier rauskommst. Gratuliere, du hast es wirklich verdient. Jo. Was soll das? Was hast du vor? Wovon redest du? Du willst mir den Sieg streitig machen. Du willst mich töten und den ganzen Ruhm für dich haben. Das wird dir nicht gelingen. Wir haben einen Novizen im Namen Innos getötet. Was machen wir denn da jetzt? Ob Innos das gemerkt hat? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ja. Das ist ja, haben wir noch eine Feuernäsel? Nee. Haben wir dem die schon gebracht? Haben wir die ganzen Feuernäseln, ja. So, jetzt haben wir den hier drin. Wir gucken mal normal rein. So, was liegt denn hier drin in dieser heiligen Truhe? Ein Runenstein liegt hier drin. Na, sieh mal einer ein. Wo kommt der denn her? So, dann haben wir es geschafft. Wir sind den Zeichen Innos gefolgt und haben das gefunden, was der Heilige hinter dem Pfad versteckt hat. Fleisch. Die Dinger hier konnten wir nicht öffnen, oder? Das ging nur in irgendwelchen Mods, allen voran Returning, da konnten wir die öffnen. So, war ja noch was? Nicht wirklich. Ein Runenstein. So ein Tamtam hier mit Lichtern und allem drum und dran, damit dort ein Runenstein drin liegt. Jo. Oh, ich glaube, wir müssen uns ja gleich nochmal rumprügeln. Gehen wir denselben Weg zurück? Holen wir uns notfalls den anderen noch. Machen wir. Wir machen also aber ein bisschen Speedmode hier. Damit wir schneller. Der Weg ist ja frei. Jo, wir wollen ja Feuermagier werden. Wir müssen ja auch noch hier. Eine Feuerpfeilrune her. Du sollst diese deine erste Rune halten. So, warte mal. Der steht nämlich hier so hässlich in dem Gestrüpp drin, glaube ich. Wir müssen uns vielleicht erstmal hier gucken an. Feuerkraut. Steht doch hier auf dem Weg dann irgendwo, oder? Bilde ich mir ein. Oder war das nur, wenn der uns wirklich gefolgt ist bis zum Ende? Ich bilde mir ein, dass mir gefolgt. Wo ging es denn jetzt hier hoch zum schwarzen Troll? Wollen wir den schwarzen Troll probieren? So, hier ging es hoch zum schwarzen Troll. Tritra, trollala, der Troll, der ist schon wieder da.
machen wir mit den Ratten Platten. Ja. Ja, nur wenn das zwei sind. Ah ne, warum rat noch Schnapper rum, oder? Der Troll ist mir jetzt weniger als Problem. Halt, stopp! Nee. Nee, Rückzug! Okay. Die Schnapper gerade eben da oben, die haben mich überzeugt. Kriegskeule, ist die besser als meine Waffe hier? Kriegskeule, nee. Wenn wir das tragen, 7 starke Punkte zu wenig. Naja, egal. So. Weißt du, der Wunschmagier. Wir gehen denselben Weg, wie gesagt, zurück. Wir rennen an denen nochmal vorbei. Und wenn wir sie umhauen müssen, hauen wir sie um. Wo ist denn das Problem? Jo, wir müssen uns aber erstmal heilen hier. Wir haben 12 Heiltränke einstecken. Da können wir doch mal einen gebrauchen. Ja. Bin ich hier gestanden irgendwo, bilde ich mir ein. Das war wirklich nur, wenn der uns folgt hier, oder? Wir machen mal Ferndiagnose, ob der hier rumsteht, der andere. Der kommt dann wirklich hier irgendwie bei der Höhle. Will ich mir. Wo ist die Höhle? Ja. Aber hier steht keiner. Zu den Mini-Krablern gehen wir jetzt nicht. Das machen wir dann, wenn wir sie brauchen, wenn ihr meine Kroller wegen der Rüstung da. Aber ich glaube kaum. Ne, hier oben steht keiner mehr, oder? Nee. Keine Ahnung, wo der rumstand. Den finden wir schon noch. Aber wir gehen auf selbigen Weg, wie gesagt, zurück. Mittagskloster. Müssen wir ja sowieso. Ich meine, es bleibt ja keine Wahl. Das ist, wir können ja zwar von der Brücke springen und schwimmen, aber wir können die aus dem Wasser wieder hochklettern. Na gut, wir können es eigentlich schon, aber nicht unbedingt in der Kürze hier, mit der wir unterwegs sind. Ja. Wir nehmen eine Abkürzung, quer über den Rasen. Der Gärtner dieser Landschaft, der wird sich bedanken, wenn wir Rasenlater spielen. Ich denke mal, heute werden wir Feuermagier. Der kleinste Magier der Welt, den es je gegeben hat. Plötzlich kriege ich Gothic 1 Flashbacks. Ja, wie gesagt, ich hatte wirklich noch nie Feuermagier hier in Gothic 2 gespielt, hier. Also ich habe schon Feuermagier in Gothic 2 gespielt, ja. Aber nicht hier für die Aufnahme oder für den Stream oder sowas. Privat, ja, wie gesagt, vorher. Aber so hier. Der einzige Magier, was habe ich hier online hier für Magier gespielt? Das war ein Returning damals. Hier, meine erste Returning-Reise hatten wir den Nekromanten. So, bei Xeris Rücker, glaube ich, hatte ich den Wassermagier. Irgendwo hat noch Magier gespielt in der Aufnahme. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Dort ist er. So. Jo. Ich hab den Rodenstein gefunden. Tralalalala. Prahlen wir mit dem bei dem davor. Machen wir, oder? Wie viel Power hat der? 200. Der hat mehr als der letzte. Ja, da müssen wir öfter zuhauen. So sieht man sich wieder. Ja. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich glaube, der Wunsch, Magier zu sein, ist stark in mir. Mhm. Oh Mann, tu das nicht. Ich habe keine Wahl. Das Leben als Novize ist nichts für mich. Ich muss einfach Magier werden. Dann wird alles gut für mich. Und jetzt werde ich mir das nehmen, was mir zusteht. Ja. Hast du noch was zu sagen, bevor es zu Ende geht? Ich meine, ich würde ja liebend gern diesen Runenstein anvertrauen. Damit du stattdessen die Welt retten gehst und ich mache mir im Kloster einen schönen Tag oder irgendwo. Geh hin und wieder auch mal in die rote Laterne, geh bei Cardiff einen saufen. Das können wir gern so machen. Aber, Hast du was zu rauchen? Du hast Glück. Ich habe tatsächlich was dabei. Raucht ihr jetzt wirklich erst ein? Ihr seht's nicht. Bringen wir es hinter uns. Jo. Thank you.
Ja. Das ist wirklich ein bisschen viel mit den 200 noch. Diesmal ohne Rauchen. So sieht man sich. Hast du noch was? Lass es sein. Ich will dich. Große Worte. Aber du. Das Problem ist, warte mal. Wir versuchen das mal. Das Problem ist, vorbeirennen, an dem können wir nicht. Wir versuchen das mal geschickt zu machen. Können wir den von hier oben aus anquaken? Machen wir das erstmal so. Der Feuerpfeil, der ist jetzt nicht wirklich die Wucht gegen den. So sieht man sich wieder. Ja. Kommen wir direkt zur Sache. Ich muss noch zum Kloster. Du wirst nirgendwo mehr hingehen. Jetzt steht der Kerl natürlich wieder über mir, genau. Weißt du was, notfalls laufen wir einfach weiter. Warte mal. Das war natürlich eine Glanzleistung, jetzt hier auf die Seite zu gehen, wo er über uns steht. Ja. So sieht man sich. Ja, renn so schnell du kannst. So, warte. Wir sprechen uns noch, Freundchen. Ja, sage mal. Ja, renn so schnell du kannst. Mach ich. Ich bereite gerade den Kopf im Tic-Tac vor. So. Ich glaube, hier unten waren, wir sind ja hinten rangegangen zu dem Golem. Oben rannten, glaube ich, hier unten rannten, glaube ich, auch Goblins rum. Ja, kommt er mir immer noch hinterhergeeiert hier? Ja, warte mal. Wir hatten doch. Ach, Scheiße, den konnte ich nicht benutzen, oder? Den. Sag schon. Na, den. Großen Feuerball hier. Das Problem ist, bevor wir den da mit dir gestreckt haben, hat er uns wieder gestreckt. Aber jetzt kriege ich dich. Das ist, er hat mir zu viel Power. Das ist ein bisschen traurig. Ja. Wo sind wir jetzt? Komm. Scheiß drauf, den holen wir uns später. Ja. Ja. Wie gesagt, mit normaler Größe wieder, aber das ist. Wir treffen den so bescheiden. Ich würde mal hier groß abspeichern. Ja. Gehen wir wieder hinten rum. Na komm her. Ich glaube, die trachten jetzt beide dann nach dem Leben, oder? Jetzt wird das dunkel und wir haben kein Bettchen hier. Alter, Mann, sage mal. Wird das noch schwärzer hier? Ist das schlimm? Ja. Und hier unten ist der Gitter, die Kräuterhexe? Ich glaube ja. Ja. Oh. Wir kommen!
sind die Zeichen in uns gefolgt und haben gefunden, was wir gesucht haben. Magier, ich will Magier werden. Oh, Scheiße. Komm, nimm mir jetzt. Nö! Nein, haut ab, Mann! Das speichert man extra mal nicht und weil direkt und rennt lang und dann trommeln einem diese Viecher auf den Rücken rum. Krieg ich Rücken? Du willst mir doch bestimmt auch ans Leder, oder? So, Dachmeister. Musst du von dem nicht noch einen Schlüssel klauen? War doch was mit der Truhe, mit den Dokumenten war doch da. Will ich mir ein. Diesmal hat Randolph gewonnen. Ja, der fiese Pet Randolph. Wir gehen, wir machen das aber nicht danach. Erste Amtshandlung im Kloster. Schnorchen gehen. Ui. Nee. Ja. Ist aber auch krass so in der Nacht hier, diese Wölkchen da über dem, dieser Nebel da über dem Wasser. Sagen wir das zuerst mit dem Runstein? Konnten wir das zuerst sagen? Ja, wir haben ja alles studiert hier. Oder mussten wir. Ich weiß es echt nicht mehr. Mussten wir erst mal zeigen, dass wir den Runstein haben und dann die Feuerrune herstellen? Wir machen das gleich mal. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Ja, wo stand ja eigentlich ein Runentisch rum? Wo konnte der Runentisch? Gab es den Runentisch hier in der Bibliothek? Es gab hier einen Runentisch. Aber diese ganzen verdammten Mods, ich weiß nicht mehr, ob das nur eine Mod war. Ja, hier steht einer. So, das Bayern ist abermals groß hier oben. 3,5. So. Ende. Hä? Warte. Hey! Müssten wir das erst lernen? Was genau ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Ja, ist ja gut. So. Ich soll eine Feuerpfeilrune herstellen. Warte mal. Irgendwo war ja der erste Kreis. Ich weiß nicht, mussten wir das lernen? Dritter Kreis. War ganz easy. Das war gar ernsthaft. Ich weiß es echt nicht mehr. So lange her, dass ich das letzte Mal Feuermeier gespielt habe. Mussten wir das erst lernen bei jemandem oder konnten wir den ersten Kreis? Feuerpfeil. Haben wir Schwefel? Haben doch bestimmt irgendwo mal Schwefel eingesammelt. Wir haben eigentlich keinen Schwefel. Ist das jetzt euer verdammter Ernst? Wo kriegen wir jetzt Schwefel her? Könnten wir das kaufen hier bei dem Typen hier? Dachmeister. Ich brauche Schwefel. Hervorragend, dankeschön. So, konnten wir das jetzt direkt machen? Warte. Wir gehen erstmal zu Pyrokar, wir geben das erstmal ab. So, aber bevor wir das machen. So, wer? Er klaut jemand meinen Hammer. So. Warte. Wie kann ich die Kunst der Magie lernen? Du bist nicht hier, um die Gabe der Magie zu empfangen. Du bist hier, um Innos zu dienen. Aber ich kann dir zeigen, wie du deine magische Kraft steigern kannst.
Ich diene gleich Belia, indem ich bei dir auf die Schnauze haue. Blödmann. So. Jo. Ich habe den Golem besiegt. Was? Du hast es tatsächlich geschafft? Aber ohne den Hammer von Innos hättest du den Golem nie vernichten können. Jo. Dennoch muss ich dir zugestehen, dass du die Aufgabe erfüllt hast, vor die ich dich gestellt habe. Jo. Jo. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Ja, ja. So. Bürokratius. Ja, hüpf. Hau. Stufe gestiegen? Noch nicht, aber gleich wahrscheinlich. So. Oh, Alter. Das ist so weit, dass du unter dem stehen hier. Mann! Ja. Ich habe den Runenstein gefunden. Du jo. Hast es geschafft? Du bist den Zeichen gefolgt? Ja. Und hast die geheime Pforte entdeckt? Geheime und Pforte? Und habe all diese Monster besiegt, die mich schon auf ihren Speiseplan gesetzt haben. Genau. Und die anderen Novizen? Was ist mit Argon? Haben sie es nicht vor dir geschafft? Sie haben versagt. Es war ihnen wohl nicht bestimmt, die Prüfung zu bestehen. Nun, dann erklären wir, dass du diese Prüfung bestanden jo. Hast. Der Runenstein soll auch weiterhin dir gehören. Dankeschön. Der Witz ist, wir können mit dem Dietrich besser umgehen als Argon mit einem Schlüssel. So, das ist traurig eigentlich für Argon. Na, Pech gehabt. So, Du kennst deine... Ja. Warte mal. Bin ich jetzt da bescheuert? Rune des Feuers. Und naja, ich soll eine Feuerfallrune erschaffen. Ja, das ist ja alles ganz lustig. Wir haben Runenstein. Pass auf. Feuerpfeilrune. Wir haben Schwefel, haben wir gerade gekauft. So, Schwefel haben wir gekauft. Wir haben die Spruchrolle, müssten wir haben. Ah. So, Feuerpfeil. Spruchrolle. Jetzt macht's mich fertig hier. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Da kannst du hier nichts dran ändern. Hey! Ich habe die Prüfung... Und jetzt willst du, dass ich dir die Formel beibringe? Ach so. Ich weiß nicht, wie ich es sonst schaffen soll. Gut, ich bringe dir die Formel bei, aber erst, wenn du alle Rohstoffe dafür besorgt hast. Lehre mich, die Rune Feuerpfeil zu erschaffen. Genau. Um eine Feuerpfeilrune zu erschaffen, musst du am Runentisch den Schwefel mit dem Runenstein verbinden. Die Kraft der Spruchrolle des Feuerpfeils wird in die Rune einfließen und du besitzt ein Werkzeug Innos. Wenn du also alle Rohstoffe besitzt, gehe zum Runentisch genau. Und du kannst die Rune erschaffen. Jo. Zum Runenkreisel. Dankeschön. Ja, jetzt habe ich den ersten Satz weggedrückt. Entschuldigung dafür. Jo, ich wusste nicht mal, dass man direkt zu dem gehen musste. So. Rune hergestellt. Die hauen wir uns gleich mal auf die 4. So. Was? Achso. Jo. Lernpunkte haben wir gesammelt. Wir kriegen gleich wieder welche dazu. Passt doch. Hervorragend. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Damit kann man arbeiten. So. Ich habe die Rune erschaffen. Gut gemacht, Novize. Du sollst diese, deine erste Rune, behalten. Wenn du den ersten Kreis des Feuers erreicht hast, wirst du ihre Kraft nutzen können. Jo, diese danke. Prüfung hast du zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Ja, ja, ist ja gut. So, So, Meister. Werde ich jetzt in die Gilde der Magier aufgenommen? Du hast es geschafft. Du hast die Prüfung des Feuers bestanden. Wir waren uns sicher, dass du es schaffst. Ja, ihr seid die Schlauesten. Ebenso wie wir sicher sind, dass du weiterhin alles daran setzen wirst, ein würdiger Diener Innos zu werden. Jo. Wenn du also bereit bist, den Schwur des Feuers zu leisten, wirst du als Magier in unseren Reihen empfangen. Ich habe schon mal bei Choristo geleistet, aber hier,
Ich bin bereit, in den Kreis des Feuers zu treten. Gut, dann schwöre den heiligen Eid des Feuers. Schwörst du vor dem allmächtigen Herrn Innos, seiner Diener und der heiligen Flamme, dass von nun an und auf ewig dein Leben mit dem Feuer verbunden ist, bis dein Körper und dein Geist Ruhe finden in seinen heiligen Hallen und das Feuer des Lebens erlischt? Ich schwöre es. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Nun, da du in unsere Reihen aufgenommen wurdest, kannst du mit Lord Hagen, dem obersten Befehlshaber der Paladine, sprechen. Ja. Wir sind ebenfalls sehr interessiert daran, wie er die Situation beurteilt. Also steht es dir nun frei, nach Korinis zu gehen. Wir erwarten, dass du uns unverzüglich seine Antwort bringst. Ja, ich möchte einen Wunsch äußern. Ich möchte einen Wunsch äußern. Jedem Magier steht nach seiner Aufnahme das Recht der ersten Tat zu. Also, was soll deine erste Tat als Magier sein? Freien Zutritt zur roten Laterne, Leben lang. Keine. Keine. So soll es geschehen. Der neue Magier verzichtet auf seine Tat. Ja, ja. Was kann ich nun alles lernen? Zunächst mal ist es dir nun möglich, die magischen Kreise zu erlernen. Sie gewähren dir die Macht, die Runen anzuwenden. Je höher du in den 6 magischen Kreisen aufsteigst, desto mächtigere Zauber kannst du wirken. Die Formeln lernst du bei den Brüdern im Kloster. Jo. Jeder hat sich auf ein Gebiet spezialisiert, das er dich lehren wird. So ist Karas ein Meister der Anrufungen und Beschwörungen. Und Hyglas wird dich die Magie des Feuers lehren. Niemand versteht sich besser auf die Mächte von Eis und Donner als Marduk. Parlan kann dich verschiedene andere Sprüche lehren. Und er wird dich in die ersten Kreise aufnehmen. Aber jeder von ihnen lehrt dich nur die Formel. Die Runen musst du selbst erschaffen. So, Dankeschön. Habt ihr mir noch was zu sagen hier? So, jetzt zieht das wenigstens nicht mehr so im Schritt. Weil die Robe, die geht ja bis nach unten auf den Boden. Jo. Aber der Novizenrobe, wenn man hier lang rennt, wisst ihr, wie kalt das ist? Hey, du hast den Schwur geleistet, Bruder. Willkommen in unseren Reihen. Ich werde dich nun in den Kreisen der Magie unterweisen, wenn du genügend Erfahrung mitbringst. Ja. Nimm diesen Runenstein als Zeichen, dass die Macht nun in deinen Händen ist. Kriegen wir das Bild. Wir müssen ja Mana auch noch ein bisschen mitlernen. Unterweise mich Runen erschaffen. Ich kann dir zurzeit keine... Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, warte. Stimmt, wir brauchen erstmal. Lehre mich den ersten Kreis der Magie. Der erste Kreis des Feuers erlaubt es dir, Runen, die du erschaffen hast, anzuwenden. Du kannst jetzt die Formeln der Zaubersprüche lernen, um deine eigenen Runen herzustellen. Jeder von uns hat sich auf ein Gebiet der Magie spezialisiert. Überlege dir also gut, von welcher Art deine Zauber sein sollen. Lehre mich den zweiten Kreis. Lehre mich die Zeit. Oh, Alter, leck mich doch am Arsch. So. So, Licht. Glaubst du wirklich? Wo leichte Wunden heilen. So, ich würde tatsächlich erstmal in Dings gemacht. Gehen, in Elfmana gehen. Weil es bringt uns ja nichts, hier Dings zu haben, Magie zu haben. Zu fragen. Und keine Mana, mit der wir sie nutzen können. Wir haben wie viel Mana? 10. Wir ballern jetzt alles gleich in Mana rein. Das kann ja nicht ewig. Was ist das Böse? Kannst du mir auch... Ich verstehe mich auf... Ja. Unterricht. Warum erfahre ich das jetzt erst? Blitz. Nee. Wir sparen uns den Runenstein mal auf. Wir arbeiten erstmal mit unserer Feuerpfeilrune und mit dem Schwert weiterhin. So. Wir müssen auf jeden Fall Mana. Verwandlung beschwören. Ja. Goblin-Skelett erschaffen. Das nehmen wir mal mit. Ja. Beschwörungsmanne. Das Beste ist dann die Armee der Finsternis. Das will ich haben. Die Armee der Finsternis. Die ist super. So. Hey. Unterricht, du verlangst mehr von mir. Achso, der konnte ja bloß das eine. So. Das wäre ja ein Teufelskreis gewesen. Wir brauchen den ersten Kreis, um Feuerpfeilrune zu erschaffen. Die haben die Spruchrolle nicht, oder? Hey, du. Zeig mir. Goblin-Skelett erschaffen haben wir nicht. Goblin-Skelett, 50 Kröten.
Was brauchen wir dafür? Weiß es nicht. Erster Kreis war hier. Wir haben zwar schon 30, aber das will ich jetzt noch lernen. So, Buchständer. Oh. Goblin-Skelett. Knochen eines Goblins. Haben wir Knochen eines Goblins? Haben wir nicht, oder? Knochen. Egal. Haben wir. So, da ballern wir jetzt fix noch hier den nächsten Lernpunkt jetzt in Mana rein. Lernpunkte kriegen wir ja noch wieder. So. Man erzählt sich ja so einiges. So, Lernpunkte alle. So. Können wir uns noch von irgendjemandem. Das gibt doch. Ich freue mich schon auf die Stadt, auf die, auf das dumme Gequatsche hier. Du bist Magier und bla bla bla. So, Babo. Wie geht's? Gut, Meister. Ich arbeite hart und versuche. Ich weiß nicht mal, wie das mit den Dokumenten war hier. Wie man zu der Quest für die Dokumenten kam. Ja. Ne, okay. Dann würde ich sagen. Machen wir hier Feierabend. So, hier vor dem Hohen Rat, vor unserem Hohen Rat, vor unserem Feuermagier, vor unseren Chefs. So, dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und dann wird er rasiert. So, dann ciao.